Jetzt geht's nur nach oben. Also ein bisschen tiefer runter gehen. Für das Einfangen der Tiere habe ich eine Idee. Wir fangen sie nicht ein. Wir besiegen sie einfach mit einer Waffe, die irgendwie Afterlife heißt oder so. Die Verzauberung. Und damit können wir Spawn-Eier von Monster bekommen und die dann benutzen. Ist doch praktisch. Und bei einer Monsterfalle können wir die Spawner mitnehmen mit einem Gegenstand, den ich jetzt gerade nicht weiß. Spawn Catch oder so. Oh, und unser Inventar ist voll. Also gehen wir wieder nach oben. Und gehen besser meinen, wenn wir dann Rucksäcke haben. Aber hier geht's nicht nach oben. Geh weg. Aber hier hoffentlich. Das war der Aluminiumbär. Eisenbär.
Selenium. Gefangen in der Höhle. Und auch schwimmen. So. Wieder auf Fledermäuse. Einbauen. So. Ja, müssen raus. Hier sind rote Berries. Theoretisch können diese Büsche eigentlich unendlich groß werden, wenn sie nach oben denken und noch auf die Seite können sie, glaube ich, auch wachsen. Also wenn man die hier jetzt irgendwo anpflanzt. Wir machen es hier mal in eine Reihe. Haben wir noch andere? Nein, wir haben keine mehr. Raus. Das sind alles die Orberry Essence Berry, nehmen wir mit. Orberry Maloberries noch. Blueberry, Blackberries. Und wir haben einen schönen Baum vor. Draußen. So. Hier die zwei. Die hier. Hier. Maloberry haben wir. Wir haben aber noch nicht die Blackberry. Schauen, wie die sich jetzt denken. Wir haben sie alle in einer Reihe gemacht. Mal schauen, ob sie sich jetzt diese Berries. Okay, die sind verletzlich. Also die verletzen uns.
wie die hochgewachsen sind. Okay, gut. Und die roten wachsen noch nicht. Wir bauen hier mal zwei ab. Aber jetzt habt ihr genug Platz. Und der stört ihn. Den bauen wir auch ab. So. Also 2, 3, 4, 5. Ein bisschen Lazuli nehmen wir mit. So. Ja, der Keller muss jetzt nicht unbedingt so groß wie der Baum sein. Ja, das hätte ich mir achten müssen. Ja, aber nur zwei. Spitzhacke. Weiter geht's mit dem Bauen hier unten. Schön im Keller. So, jetzt haben wir genug Platz zum Healer. Machen wir hier unten einfach diese Sachen, die wir nicht sofort immer brauchen. Und dort dann einfach das Zeugs für die Farm und für die Erze.
So, Truhen haben wir nicht, aber machen wir dann runter. Gut ausleuchten. So, Eisen, Brustpanzer. Werkzeuge. Sonst ist das gut. Anziehen und Sachen reinlegen. So. Also, schauen wir nochmals auf den zum Baum, ob der irgendwas hat. Der geht weg, bitte. Und jetzt ist er gewachsen, vorher war er noch nicht da. Wie sieht er eigentlich aus? LOL! Feuer! Sieht das wie Feuer? Das ist ja mal geil. Passt zwar nicht irgendwie in meinen Geschmack, aber ja, das können wir schon damit bauen. So einen lassen wir noch da, aber bauen hier mehr von diesen aus. Das nächste Mal gehen wir mal auf die andere Seite, also in diese Seite, also nach Norden. Und ja, diesen Garten ausbauen. Ja, probieren eine Tierfarm zu bauen. Seid gespannt und ja, wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder irgendwas habt, lasst es mich wissen. Die Kommentare kosten nichts, dürft gerne posten, alles Mögliche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.